Hallo, ich komme gerade aus dem Wasser. Immunsystem stärken. In eigener Sache muss ich hier mal etwas sagen, was ich jetzt als etwas lustig empfand. Es scheint Leute zu geben in meinem Umfeld, denen meine Videos nicht passen. Und die versuchen jetzt so über Disziplinar-Dingensbumsen da irgendwie mehr Ärger zu machen. Leute, das könnt ihr euch sparen, komplett. Warum? Das hier ist ein privater Kanal, den ich in der Schule nicht bekannt gemacht habe. Und falls das jemand behauptet, dann könnte das nur irgendwie in Vier-Augen-Gesprächen passiert sein oder durch intensive Recherche eines Schülers, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, oder dadurch, dass der sich auf meinem privaten Server rumgetrieben hat und da irgendwas gefunden hat und dann gesagt hat, darüber muss ich mich mal aufregen. Also bei mir gibt es eine strikte Trennung zwischen dem, was ich hier auf dem Kanal sage und dem, was bei mir in der Schule passiert. Ich unterrichte meine Fächer, so wie sich das gehört, und da gibt es auch keine Beanstandung. So, jetzt das zweite Thema. Es kam dann so eine Sprüche, so wie, ja, die Schule müsse Neutralität bewahren. Die Schule neutral, mir wäre viel mehr daran gelegen, das ist mein persönliches Interesse, dass es die Schule eine ausgewogene Debatte ermöglicht. Kontroverse Debatten zum Thema mit verschiedenen Meinungen, die auch alle zu Wort kommen, dass das funktioniert. Dafür wollte ich zum Beispiel letztes Jahr sorgen. Da hat die Schule selbst dafür gesorgt. Frau Scheres hier in Berlin zum Beispiel, dass Fridays for Future extrem gepusht worden, auch in den Schulen. Die hat die Leute also vorgeladen, mit denen gesprochen. Ich weiß nicht, was die denen alles versprochen hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Kann man leicht recherchieren im Internet, wenn man mal so nach Berlin, Fridays for Future, Sandra Scheres sucht, dann findet man diese ganzen Dinge. Das heißt, unsere obersten Schulverantwortlichen sind nicht neutral. Null. Nein, sind sie nicht. So. Also, wenn man jetzt Ausgewogenheit in der Schule herstellen möchte, dann muss man das darüber tun, dass man dann die Leute fragt, was meinst du denn zum Thema? Zum Beispiel zum Thema Impfen. Ja. Und da braucht man ein bisschen Fachwissen. Da braucht man wirklich Fachwissen. Und ich habe mir da einiges angeeignet und könnte da auch einiges erzählen. Ja, also wenn man mich fragt, warum sollte ich das nicht sagen? Das dient der Diskussion. Das ist völlig in Ordnung. Irgendwelche Disziplinarverfahren gegen mich werden völlig verpuffen. Da bin ich mir recht sicher. Und wenn nicht, dann wird das wie ein Bumerang den Leuten um die Ohren fliegen, die sowas anstrengen. Ich weiß, was ich hier tue. Ich bin ja nicht doof. Ja? Ich bin Lehrer in den MINT-Fächern sozusagen. MINT, das steht so für Mathe und Naturwissenschaften und Technik. Wir können verdammt viel. Ja? Wir können vor allen Dingen auch Informationen uns schnell aneignen, die in die richtige Richtung bringen und das auch weitergeben. Das wäre natürlich schön, wenn einem dabei keine Knüppel in den Weg gelegt werden. Ja? Schule soll bilden. Gerade, also die Oberstufen, die müssen insbesondere bilden und weniger erziehen, weil das, was bis dahin verkorkst wurde in der Erziehung, das werden sie nie wieder hinkriegen. Und jetzt wollen einige Leute hier im Lande scheinbar unsere Schüler erziehen. Zu was denn? Kadavergehorsam? Mit mir nicht.